Wow, Petra, hast du dir ein neues rotes Auto bestellt? Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hier geht es gerade zu, aber wir machen es gleich für euch auf und zeigen euch, welcher Bus es nun geworden ist. Und dann jetzt wird's ernst. Hallo! Wow! Guck mal. Und jetzt haben wir sie dann nebeneinander. Alter und neuer Bus. Auch direkt die Einweisung vom neuen Bus. Ich glaube, das wird sehr spannend. Markus hat da ganz viel Erfahrung, weil er auch eine Vermietung ja hat. Und ja, jetzt übergebe ich einfach mal das Mikro. Hallo erstmal, ich bin der Markus von Reisemobile Zinno und habe heute die Gelegenheit oder die Ehre, Petra das Fahrzeug vorzuführen oder auch einzuweisen in ihr neues eigenes Fahrzeug. Und wir beginnen vorne. Ich fange immer vorne an, von der Motorhaube bis um das Fahrzeug rum, bis zu den Hecktüren und spreche auf diesem Weg alles an, was einmal ums Fahrzeug geht und was typische Fehler sind, die hier auftreten beim Campen, wenn man bei dem Gebrauch, beim Wasserablassen und dergleichen. Und worauf man achten sollte, ja. Und dann fangen wir doch auch gleich an. Also Motorhaube. Die Motorhaube öffnen wir über diesen Hebel und gehen dann in der Mitte von diesem Knaus-Logo hoch. Dort ist ein gelber Hebel, da kann ich reingreifen und arretiere diese hier oben. Hier vorne gibt es eigentlich nicht viel Spektakuläres zu sehen. Wir haben aber hier zum Ölauffüllen den Ölstutzen beim Fiat Ducato, das ist hier die Serie 8. Und hier vorne haben wir das Scheibenwischwasser, wo wir das Scheibenwischwasser auffüllen können. Da muss man darauf achten, dass man einen längeren Schlauch hat zum Einfüllen oder an der Tankstelle bieten sich meistens diese Kannen an, dass man darüber das eingießt, weil es recht weit hinten verbaut ist. Ansonsten die anderen Flüssigkeiten, das ist eher was für die Werkstatt. Da würde ich die Finger von lassen und regelmäßig den Servicetermin wahrnehmen. Ja. Das war es hier vorne schon. Teasern aber kurz mal was an. Wir haben hier in dem Fahrzeug LED-Osram-Birnen verbaut, die hinten eingesetzt werden. Da gibt es eine Zulassung für. Da gibt es die Freigabe vom Kraftfahrtbundesamt und die kann man einsetzen, sowohl fürs Abblendlicht. Und was viele nicht wissen, auch für das Fernlicht. Das wird oftmals unterschlagen. Und es ist halt wichtig, dass man diese Dokumente mit sich führt für Kontrollen oder wenn es dann um den nächsten TÜV geht. Genau. Und gehen weiter am Fahrzeug. Im Fahrerhaus-Cockpit angekommen, haben wir als erstes hier diese Remis, die Fahrerhausverdunklung. Die kann ich zuschieben und via Magnetleiste hier arretieren. Ich muss hier vorne bloß zum Lösen einmal kurz drücken und danach kann ich es vorführen und dort einrasten lassen. Dann haben wir hier die Handbremse, auch ganz wichtig, wenn man die zu scharf nach oben zieht und den Stuhl drehen möchte, dann kommt man in Versuchung hier eine Kante reinzuhauen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Konsole drehen möchte. Andernfalls, ich löse es jetzt nicht, ist es auch ganz wichtig, dass man, wenn man die Handbremse löst, ganz nach unten zu führen. Viele machen den Fehler, dass diese vorher schon auf der Hälfte arretiert wird. Aber dann ist sie noch nicht ganz gelöst. Und das hilft uns nicht weiter. Dann haben wir hier vorne weiterhin das Cockpit sowie das Lenkrad. Das können wir verstellen hier unten mit dem Griff, indem wir das zu uns ziehen und zurückschieben. Wir können es aber nicht in der Neigung verändern. Ja, weiter geht's mit dem Dieseltank und dem AdBlue-Tank. Den Dieseltank mache ich mit dem Zündschlüssel auf. Hier ist Folgendes zu beachten: Den kann ich jetzt nicht rausziehen. Das ist auch so gewollt, damit ich nicht mit offenem Tank wieder starte. Also während des Tanksversuchs einfach den hier einhängen. Wissen auch nicht viele. Da ist die Nase. Einhängen, tanken und dann wieder verriegeln. Wir haben hier den großen Dieseltank. Es gibt den 70 Liter und den 90 Liter. Weiterhin
haben wir hier den Blutank, der umfasst 19 Liter. Ja, so viel dazu. Wir haben vorne eine Anzeige. Dort wird uns im Display einmal der Kraftstofftank und einmal die Füllmenge vom AdBlue suggeriert. Ja, dann geht es schon weiter. Hier haben wir den Kamin von der Truma 6 kW Dieselheizung. Da gibt es einiges zu beachten, weil wenn wir diese Dieselheizung betreiben, was vielleicht kalt ist, dann kommen hier Abgase raus. Und diese Gase sollen möglichst nicht in diesen Innenraum gelangen. Und damit das nicht passiert, haben wir hier einen Sensor. Wenn die Fenster offen sind, ja, wer heizt schon mit offenem Fenster, ist kurios, aber es muss ja nicht heizen. Es geht ja auch manchmal einfach nur darum, dass man warm Wasser braucht. Und wenn man warm Wasser braucht, ist die Heizung auch an. Und dann können die Gase ja auch in den Innenraum gelangen. Und deshalb ist hier ein Sicherheitsschalter. Und wenn man sich wundert, dass man da ein Störungssignal bekommt, dann sollte man diesen Fehlercode ganz genau auslesen und darauf achten, was könnte möglicherweise sein, zu wenig Kraftstoff, zu wenig Strom oder vielleicht sogar Fenster offen. Und dann kann ich natürlich kein warmes Wasser aufbereiten. Näheres zum warmen Wasser, da gehen wir später noch verstärkt darauf ein. Da gibt es noch viel, viel mehr Punkte zu beachten, aber das kriegen wir. Dann haben wir hier unten den Grauwassertank. Damit kann ich an der Entsorgungsstation das Grauwasser ablassen, das Brauchwasser, was ich über die Spüle genutzt habe. Ja. Genau. Dann haben wir die Toilettenkassette. Hier haben wir so ein Magnet drin. Und wenn ich das jetzt hochmache, hält es von alleine. Weiterhin haben wir hier die Toilettenkassette. Da muss ich mich kurz einhaken. Ich gehe mal schnell aufs Klo. Und mach den Hebel. Ja, wir konnten die Kassette gerade nicht rausziehen, weil drin der Hebel noch offen ist, der graue Hebel. Darauf gehen wir drin dann ein. Das ist wichtig, um die Toilettenkassette zu ziehen. Ja. Während der Fahrt sollte der natürlich immer geschlossen sein, beim Gebrauch dann öffnen. Ja. Aber Petra hat schon gesagt, die wird eh nicht in Verwendung gehen. Ja, aber gehen wir noch mal drauf ein. Ich lasse die Kassette offen. Wir erkennen hier, weil das Fahrzeug neu ist, da fehlt die Kappe, die blaue. Die liegt aber drin im Innenraum. Ist bei der Auslieferung nie am Fahrzeug. Schrauben wir es gleich rauf. Wir wollen ja den Innenraum nicht damit fluten. Lassen wir noch offen, gehen wir noch mal drauf ein. Hier haben wir den Stromanschluss. Und wenn man genau hinschaut, haben wir hier so eine Nase, die nach vorne geht. Und wenn ich den Strom anstecke und das Kabel nicht rauskriege, dann liegt das wohl möglich daran, dass ich diese Nase nicht richtig betätige. Weil damit rastet die ein, die Kappe, und kommt sonst nicht mehr raus. Ja. Gehen wir weiter zu den Hecktüren. Können wir den Innenraum mal kurz abstreifen. Wir haben oben das Bett, links und rechts jeweils Staukästen. Ganz oben befindet sich die Stange, die Kurbel für die Markise. Dann haben wir rechts unter den Staukästen noch Beleuchtung, jeweils mit USB-Anschlüssen. Auf der linken und auf der rechten Seite, die unterteilen sich in 1 Ampere und 2 Ampere. Dann können wir das Bett an diesen Hebel in der Höhe verändern. Hier nochmal angesprochen die USB-Slots, auf der anderen Seite auch. Und das Licht bediene ich hier drüber. Wenn das Bordbedienpanel angeschaltet ist, kann ich es hier drüber anschalten. Aber das zeigen wir auch nochmal genauer. Ich hebe jetzt mal das Bett hoch und habe hier auf der rechten Seite den Wassertank. Und hier hinten haben wir den Gaskasten. Dort kommt eine blaue Gasflasche rein mit den jeweiligen Anschlüssen. Die können wir dann auch noch anschließen. Ja. Dann kommen wir auf die Seite zur Elektronik. Nur, dass man einen Einblick mal davon bekommt. Wir haben jetzt bei diesem Fahrzeug den Solarladeregler von der Firma Victron. Das ist die Elektronik bezüglich der Lichtsteuerung, weil das Fahrzeug mit Lichtsteuerung und Ambientebeleuchtung ausgestattet ist.
Hier haben wir den zentralen Sicherungskasten für Wasserpumpe, Heizung, Strom und dergleichen. 12-Volt-Versorgung. Hier ist das Ladegerät, CBE. Wenn das in Betrieb ist, leuchtet dieser Knopf grün. Wenn das nicht in Betrieb ist, dann leuchtet dieser Knopf natürlich nicht grün. Und das kann sein, weil wir keinen Strom von außen anliegen haben, damit dass die Batterie geladen werden kann. Oder wir haben es halt nicht angeschalten. Der nächste Punkt ist, hier vorne haben wir die Stromversorgung auf 230 Volt. Die kommt auch von außen, wenn ich Strom vom Camper außen angeschlossen habe. Und dann habe ich natürlich drin ausreichend Energie, um Batterie und Laptop oder andere Geräte zu betreiben. Aber weil wir ja nicht immer am Campingplatz stehen und manchmal auch beruflich anderweitig mit dem Laptop online gehen müssen, haben wir hier eine Energiereserve geschaffen. Und hier ist ein 200 Ampere Lithium-Block verbaut. Daraus ziehen wir unsere Energie und unsere Reserven hier im Camper. Der wird geladen über den hier hinten verbauten Ladebooster und zum einen über den Solarladeregler. Der Ladebooster versorgt den Akku mit Energie, die von der Lichtmaschine während der Fahrt, während des Betriebs beim Motor gewonnen wird. Der Solarladeregler, wann immer es möglich ist, bringt die zusätzliche Energie rein in Form von 200 Watt Solarpanel. Das schließen wir nachher auch mal an und stellen es mal auf. Und wenn das richtig ausgerichtet ist, können wir das sogar über eine App beobachten, welchen Ertrag wir gerade bekommen, und bringen damit unseren Energiebedarf rein in diesen Camper. Darüber hinaus 230 Volt. Manchmal müssen E-Bike-Akkus geladen werden oder auch der Laptop oder zu guter Letzt der Haarföhn. Manch einer braucht auch einen Mixer. Ganz besonders ist das wichtig. Und deswegen haben wir hier, man glaubt es kaum, ein 1000 Watt Wechselrichter verbaut von der Firma Victron. Und der ging hier ganz knapp rein, aber wir haben es geschafft. Und lassen uns dann nachher noch überraschen. Das ist eigentlich das Anschlusskabel hier. Wenn man das hier rüberlegen, passt das auch super rein für die Solaranlage, wenn ich die anstecken möchte. Ganz einfach, führen wir noch vor, kommt noch. So viel zur Bordelektronik. Das ist die Transportsicherung. Und die nehmen wir jetzt raus. Ein bisschen schwer, aber geht. Ich lasse die Feuchtigkeit raus, also dass das, bevor das in die Leitung kommt, ja, das ist der Temperaturunterschied und die Kälte, und zur Funktionstest, dass das auch sauber aufliegt, dass es nicht verkeilt ist, genau. So, dann müssen wir mal in den Camper rein, setzen hier die Flasche ein und jetzt müssen wir eine Position finden, wo der Schlauch nicht zu sehr geknickt ist. Genau, das ist jetzt der direkte Anschluss. Weil wir wollen ja gleich den Herd testen und ziehen ihn ganz sachte an. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, dann können wir das jetzt regulieren auf kleine Flamme. Und wenn ich den Hebel jetzt nach rechts drehe, dann kommt die große Flamme. Und wenn ich jetzt noch weiter drehe und genau darauf achte, dann sehe ich so einen kleinen Versatz, dass der rausspringt, der Hebel. Und damit weiß ich, dass der Herd wieder aus ist. Für die allgemeine Sicherheit empfehle ich, die Gasflasche abdrehen während der Fahrt. Das kann ich hier hinten machen. Abdrehen, okay. Und dann nochmal zünden und das Restgas verbrennen. Wichtig ist noch, erst die Scheibe wieder absetzen, wenn das hier handwarm ist. Das ist momentan sehr heiß. Oh, nicht verbrennen dran, wirklich einen Moment warten, und erst wenn es abgekühlt ist, kann ich die Scheibe wieder abklappen. Ansonsten könnt ihr die
diese Hitze nicht aushalten und würde in 1000 Stücke zerbersten. Da wirklich aufpassen. Ja. So viel zum Thema Gas. Jetzt sind wir hier vorne schon und dann können wir auch gleich weitermachen, weil da unterhalb des Herds ist der Kühlschrank. Können wir gleich mal in Betrieb nehmen. Lange gedrückt halten. Genau. Und wir haben ja eine ausreichend starke Batterie und der braucht auch entsprechend Strom jetzt und das holt er sich von der Wohnraumbatterie, von der Lithiumbatterie. Wir können den Kühlschrank öffnen, indem wir das Scharnier hier aufklappen. Wichtig ist wieder einrasten, dass beide Punkte wirklich einrasten und dann kann ich genau dasselbe hier auch machen. Ohne Laden mit der Batterie 5-6 Tage. Wichtig ist beim Öffnen, dass man nicht hier oben greift oder hier unten, sondern immer mittig, damit man einen gleichmäßigen Hebel hat zu den Öffnungsscharnieren. Mhm. Es kann vorkommen, dass bei diesem Kühlschrank, wenn der nicht richtig einrastet, dass der aus dem Scharnier rausgeht. Was man noch tun kann, ist, wenn der Kühlschrank nicht richtig einrasten sollte, den Winkel hier unten weiter nach oben setzen, nach oben heben. Das ist eine kleine Hilfe. Dann rastet der besser ein. Dann wird dieser Abstand hier verringert und dann führen die Bolzen besser ein in die Scharniere. Aber das sind Kleinigkeiten. Das kann vorkommen. Ja, ansonsten letzter Check, genau. Abgekühlt ist. Können wir runter machen. Kühlschrank können wir noch einstellen in der Temperatur. Wir haben gerade volle Leistung. Das sehen wir hier. Wenn ich jetzt einmal raufdrücke, wird das Menü angewählt für die Temperatur. Nochmal raufdrücken. Und jetzt kann ich die Intensität verändern. Hast du irgendwas, wie kalt der sein muss, dass das Eisfach noch kühl? Wenn ich das Eisfach mitnutzen möchte, wir haben hier die Möglichkeit, das Eisfach zu entnehmen. Ich klappe es mal runter und ziehe es mal raus, falls wir es nicht brauchen. Wenn wir es aber mitnutzen wollen, mit Nutzung des Eisfachs empfehle ich Stufe 3. Stufe 3 und da gehen wir dann auch gleich mal hin. So, haben wir eingestellt. Ja, das kann man auch lösen wieder, indem man hier unten auf den Druckpunkt. Dann haben wir hier oben das Bedienpanel. Das ist eigentlich ganz einfach. Hier ist der Anschalter. Lange gedrückt halten. Und jetzt haben wir die 12-Volt-Versorgung innerhalb des Wohnraums angeschalten. Darunter kommt dann die Wasserpumpe. Immer wenn ich Wasser entnehmen möchte aus dem Wasserhahn, muss ich vorher die Wasserpumpe anschalten. Kann ich die nicht einfach anlassen? Das würde ich nicht machen, weil sie dann permanent unter Strom ist. Die ist zwar mit einem Relais geschalten, jedoch empfehle ich vielmehr noch aus Erfahrung den Druck immer rauszunehmen aus dem Wasserhahn. Wir haben jetzt kein Wasser aufgefüllt, aber das füllen wir nachher noch auf und dann können wir das nochmal vorführen. Und wenn wir die Pumpe ausschalten, würde ich immer noch zu guter Letzt nochmal den Hahn aufmachen. Den Restdruck aus den Zuleitungen rauslassen und dann wieder zu. Warum machen wir das? Wir haben schon Kunden gehabt, die sind bei portugiesischer Sonne unterwegs gewesen, hatten noch Druck auf der Leitung und es war im Sommer so heiß, dass sich die Zuleitungen bei buckliger Piste, holpriger Straße gelöst haben und da stand permanent Druck an und dann ist das Wohnmobil geflutet worden. Und um solche Fehler zu vermeiden, und so ein Wasserschaden ist ja nicht ungefähr, ja, den will man vermeiden, damit das nicht passiert, nehmen wir den Druck raus aus der Leitung. Ja, es wird wahrscheinlich nicht vorkommen, aber... Ja, was habe ich dann noch alles gemacht? Ja, gehen wir weiter. Wir haben dann noch darunter die Außenbeleuchtung. Und wenn wir jetzt zur Markise schauen, dann haben wir dort die Beleuchtung. Und wir haben am Schlüssel noch so eine kleine Fernbedienung. Damit kann ich die Intensität dimmen. Aha, genau. Schauen. Wenn ich näher ranhalte, dann kann ich aus. An und dimmen. Und mit dem Fallen, oder? Ja, genau. Lange. Okay, dann können wir gleich mal weiterschauen.
Das war Wasserpumpe, Markisenaußenbeleuchtung. Jetzt kommen wir zu diesem Batteriesymbol mit dieser Kabine. Das ist die Wohnraumbatterie. Und wenn ich die jetzt antippe, dann können wir gleich mal sehen, wie voll die ist. Hälfte, oder? So, die ist voll, die Batterie ist voll. Hier vorne kommt sie nur im grünen Bereich hin, den letzten Punkt, wenn sie Überspannung hat. Das heißt, wir haben mehr Strom drin, als wir gerade verbrauchen. Aber da läuft gerade ein Kühlschrank an und der zieht jetzt gewaltig Strom. Oh, und dadurch haben wir diesen Überspannungsbereich auch nicht, weil gerade keine Solaranlage aufgebaut ist oder wir haben keinen Strom von außen und der Motor läuft nicht. Ja. Dann haben wir hier die Motorbatterie. Die bewegt sich, wenn man genau hinschaut, nur in diesem Bereich, weil die nur bis 12,7 Volt hat. Hier vorne kommt die gar nicht hin. Die ist immer ideal, wenn sie in diesen grünen Bereichen sich bewegt. Ja. Dann haben wir hier unten den Frischwassertank. Und der ist gerade leer. Ja, da ist nur ein bisschen Restwasser drin vom Spülen der Tanks. Und ansonsten haben wir da nichts. Ja, dann haben wir hier oben nochmal die Anzeige. Wenn eins dieser Symbole leuchtet oder blinkt, dann wissen wir, dass dort entweder zu wenig Spannung drauf ist von der Wohnraumbatterie. Das ist an, weil wir kein Frischwasser drin haben. Deswegen blinkt das gerade und pulsiert das. Hier oben haben wir noch den Grauwassertank. Das blinkt dann, wenn der Grauwassertank voll ist. Dann haben wir hier unten zwei Symbole. Das ist einmal Motorbatterie und Wohnraumbatterie. Die Wohnraumbatterie wird dann versorgt über einen Motor, wenn der Motor läuft. Dann leuchtet dort ein grüner Punkt. Wenn dort kein grüner Punkt leuchtet, ist entweder die Sicherung gezogen oder die Verbindung ist gestört. Aber die sollte eigentlich immer bei laufendem Motor an sein. Dann haben wir hier vorne die Beleuchtung, wenn wir Strom von außen zuführen, zum Beispiel vom Campingplatz über den CEE-Stecker. Und wenn wir dort keinen grünen Punkt sehen und der Stecker trotzdem angesteckt ist am Fahrzeug, dann kann Folgendes vorliegen. Entweder ist die Sicherung am Campingplatz aus oder die Sicherung der Kabeltrommel hat ausgelöst oder unsere Sicherung, unser FI hat ausgelöst, um das Fahrzeug zu schützen oder wir haben es einfach im Winterbetrieb abgeschalten. Ja, gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, das soweit zum Bedienpanel. Daneben können wir gleich weiter darauf eingehen, auf die Heizung. Ja, wir haben sommerliche Temperaturen, deswegen vermeiden wir jetzt einen Start per Heizung. Aber für den ersten Moment nur zur Einordnung, das ist die Wohnraumkabine. Das ist der Warmwasserbereich, wenn wir Warmwasser aufheizen wollen. Das ist die Intensität der Ventilation. Damit können wir koordinieren, dass die Luftverwirbelung im Fahrzeug stärker wird oder weniger wird. Die wird eigentlich automatisch mit angepasst. Wir können die aber natürlich auch kontrolliert steuern. Dann können wir hier einen Timer setzen, wann die Heizung starten soll. Vielleicht am Abend um 19 Uhr oder wenn ich zurückkomme von der Bergtour. Dass rechtzeitig warm Wasser ist und das Wohnmobil aufgeheizt ist. Wir sind jetzt wieder zum Ausgangsmenü gekommen, weil ich nichts ausgewählt habe. Drücke das nochmal an und gehe jetzt mal auf die Wohnraumkabine ein. Bestätigen. Und jetzt kann ich die Temperatur wählen. Und wenn ich die gewünschte Temperatur habe, dann bestätige ich nochmal. Das mache ich bloß jetzt nicht, weil wir brauchen jetzt keine Heizung. Aber dann wird es gleich starten. Dann würde es gleich starten, genau. Ich gehe jetzt nochmal zurück und woran erkennt er jetzt, dass wir hier 22 Grad brauchen? Der misst die Temperatur. Genau genommen da. Da ist der Temperatursensor und da misst er die Temperatur im Wohnraum. Dadurch kann es aber auch sein, dass ich hier an dem Platz oder vorne das Gefühl habe, es ist kälter oder es ist wärmer. Der Temperatursensor zeigt das dann an dieser Stelle genau an, aber nicht da, wo ich sitze. Da muss man dann mit Gefühl nachkontrollieren und nachstellen. Dann gehen wir auf das Warmwasser. Dann können wir die Variation Eco, Hot und Boost wählen. Boost, ja, also Boost, da bekommen wir natürlich in kürzester Zeit Warmwasser, wenn der Warmwasserkreislauf gefüllt ist und
wir entsprechend Kraftstoff da haben. Wichtig ist, die Heizung startet nicht, wenn wir zu wenig Kraftstoff drin haben. Wenn ich mit den letzten Tropfen an den Campingplatz fahre und noch warm Wasser möchte und nur 20 Liter im Dieseltank sind, dann kann die Heizung nicht angehen. Ja. Aber schnell, danke. Dann, im Eco-Modus bewegen wir uns so bei 45 Grad ungefähr. Bei Hot bewegen wir uns im Bereich 70, 75 Grad und Boost ist natürlich auch das Ziel, die 75 Grad zu erreichen in kürzester Zeit. Ja. Wir haben hier quasi 12 Liter, die dort zugeführt werden mit Zuleitung. Und im Mischverhältnis, sage ich mal, kommt da in etwa, weil durch heißes und warme, kaltes Wasser haben wir ungefähr 25, 30 Liter, die wir zum Duschen verwenden können. Auch mehr. Ja. Das soweit dazu. Hier unten ist nur die Uhrzeit, die ich programmieren kann. Und dann habe ich hier noch das Menü zum Einstellen für den Punkt, wenn ich die Anlage resetten muss, weil das Fenster offen war oder dergleichen. Genau. Das sind dann genaue Punkte. Und wer jetzt aufgepasst hat, der hat ein Piepen gehört. Mhm. So, und dieses Piepen ist damit verbunden, weil ich mich bequem hier am Kühlschrank angelehnt habe und lange diesen Schalter gedrückt habe und diesen Kühlschrank ausgeschalten habe. Und das kann auch mir, euch, jedem passieren. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Oh, da kann man aber, das ist zu detailreich, dass man das hier erklärt. Einfach die Bedienungsanleitung anschauen. Man kann diese Taste sperren. Okay. Genau. Und noch ganz kurz, die Heizung, die kommt dann hier raus wahrscheinlich. Das sind die. Genau, das sind die Luftauslässe, genau, überall im Raum verteilt. Mhm. Hier unten, ja, hier haben wir noch so einen Gaswarner, ne? Das ist die Fernbedienung, die hier hinten unterm Bett oder in den Staukasten vom Bett verstaut ist. Und dort drüben haben wir die für das Aufstelldach. Die verstecken, sonst ist da oben Disco, wenn die Kinder da rankommen. Ja, und da kommen wir schon zum Aufstelldach. Hier die Sicherung lösen und dann klappe ich den Bügel auf, vorholen, dann drehe ich den meistens zurück, weil ich sonst Gefahr laufe, dass ich beim Hochdrücken hier wieder einhake, wenn ich den jetzt wieder fallen lasse. Dasselbe mache ich drüben auch, entspannen. Und wieder zurückdrehen, dann kann ich den nicht einrasten wieder. Und dann. Endlich! Und um das Ganze hier kontrolliert wieder runterzuholen, habe ich dann diese Bänder. Und natürlich läuft da oben nicht permanent der Strom. Den kann ich hier über diesen Schalter neben der Heizung ausschalten. Und dann kann ich das wieder nach unten ziehen. Das machen wir auch gleich mal. Wichtig ist dafür, dass wir die Schiebetür aufmachen, damit wir die Luft, die hier verdrängt wird, rausbekommen aus dem Fahrzeug. Sonst tun wir uns umso schwerer, das herunterzuziehen. Und viel mehr oder noch wichtiger ist, dass wir diesen Stoff gut nach innen ziehen. Und dann können wir das natürlich auch einschlagen, damit wir das hier nicht einklemmen. Und hier vorne. Schauen wir bloß, dass wir hier nichts einzwicken. Und drehen den Bügel wieder auf. Und ziehen das Dach hier wieder ran. Eingerastet. Ja. Ja, und die Leiter dafür, die haben wir hier vorne verstaut. Das kann man natürlich auch nach hinten verbringen in den Laderaum, um hier vorne mehr Stauraum für sich zu gewinnen. Das ist eine Möglichkeit, die kann man aber hier auch gut verbringen. Und die wird dann in den
Sicherungspunkten eingeharrt. Ja, die Fernbedienung packe ich mal wieder weg. Hier haben wir noch die Beleuchtung, die hatte ich vorhin angesprochen. Die können wir hier an- und ausschalten. Und wenn ich den Finger drauf liegen lasse, dann dimmt die sich. Geil. Und wenn ich wieder drauf drücke, dann wird die heller. So, wir haben hier die Lichtsteuerung für den Wohnbereich. Dort kann ich den Essbereich ansteuern. Dann geht dort oben die indirekte Beleuchtung an. Dann haben wir das Licht für das Bad. Mache ich mal auf. Und wenn ich jetzt im Bad nach unten schaue, in der Mitte vom Waschbecken, da ist auch ein Schalter. Und den werde ich jetzt mal bedienen. Moment. Und jetzt müsste hier... haben wir die Beleuchtung für hier oben. Und zu guter Letzt für die Küche. Stauschränke sind alle gesichert. Wir haben ja alle diese Verriegelung und das Soft Close. Wichtig immer verriegeln, sonst kommt in der Kurve das Geschirr raus. Hier unten haben wir noch einen Zugang zur Heizung. Und hier ist wichtig und zum Beachten der Frostwächter. Der ist hier unten. Ich packe das mal beiseite. So. Hier ist der Frostwächter. Und der hat hier oben eine blaue Stellung. Und hier unten, das kann man nicht sehen, da versuche ich mit dem Finger aufzudeuten, einen blauen Druckpunkt. Also ein kleiner Punkt. Jetzt sehen wir hier oben drauf diesen Stift. Wenn der Stift oben ist, dann ist der Frostwächter offen und die Zuleitung von der Heizung, vom Wasser sind offen und können rauslaufen. Wenn ich den jetzt nach vorne drehe, ist der Stift unten. Dann muss ich hier unten noch den blauen Knopf drücken. Der, wenn ich mit dem Finger lang runterfahre, dann kann ich diesen ertasten, drücken. Und dann sperre ich damit das Ventil, dass das Wasser ablaufen kann. Dort ist ein Bimetall verbaut, damit die Heizung keinen Schaden nimmt bei tieferen Temperaturen von ab plus 5 Grad bis minus. Ja, unter Minus geht dieses Bimetall auf, die Feder schnallt zurück und lässt das Wasser raus, damit hier die Heizung und die Anlage ganz bleibt. Aber das heißt, wenn es warm ist, dann lasse ich es so, wie es jetzt ist? Wenn es warm ist, so, ja. Und wenn es kälter wird, dann mache ich es auf längs? Denn wenn es kälter wird oder das Wohnmobil nicht genutzt wird, dann drehe ich den um. Wenn ich ihn auf links drehe, dann läuft bei uns das Wasser ab. Dann habe ich kein Wasser. Ja, komplett. Dann läuft es komplett ab. Kann passieren an kühleren Tagen, also im Frühjahr oder im Herbst, dass es im Morgengrauen so kühl war. An dieser Stelle, weil hier nicht geheizt worden ist an der Stelle, genau wo der ausrichtet. Es geht zwar hier ein Schlauch lang, ja, und damit wird es eigentlich vermieden, aber es kann passieren, dass der aufmacht, wenn die Heizung nicht an war. Der macht automatisch aus. Ja, der löst dann aus und das kann schönes Wetter sein, aber sobald wir in diesen Temperaturbereichen sind und es dort unter 5 Grad fällt, und dann habe ich einfach kein Wasser mehr. Dabei. Dann habe ich kein Wasser und dann habe ich unter dem Fahrzeug eine große Pfütze. 5 Grad plus abwärts, genau. Ja, genau, ja. Ja, dann haben wir hier noch entsprechend den Tisch. Jeder wundert sich, warum der jetzt unten ist. Das ist so bei dem Transport von dem Fahrzeug. Da wird das vorher hier unten eingehakt. Aber wir können den jetzt auch gleich mal aushängen. Und ich ziehe mal den Stuhl nach vorne. Jetzt kann ich den aushängen und hier hoch in diese Schiene wieder einhängen. So. Und den Fuß brauchen wir dann nicht mehr. Man könnte dann hier vorne noch eine zusätzliche Liegefläche schaffen. Jetzt sieht es so aus, als wenn der Tisch zerkratzt ist. Ja, das ist nicht der Fall. Das ist bloß die Folie, genau. Und den Fuß, ja, hat man dann aber... Den kann man da unten verstauen, das ist so, wie man möchte. Den braucht man gar nicht, um den Tisch zu benutzen. Den braucht man nicht. Der Tisch ist ausgelegt bis 40 Kilo Belastung. Und natürlich kann man darauf keine Liegestütze machen, ja, oder darüber in das Aufstelldach gehen. Aber zum normalen Gebrauch ist der geeignet. Und wenn ich den verstellen möchte, dann muss ich den immer in diesen Winkel bringen und vor- und zurückschieben.
Genau. Ja. Und zum Fahren macht man hier aber wieder runter. Das ist egal, ja. Also es, vom Hersteller aus wird vorgegeben, dass vor der Fahrt das eigentlich verstaut werden soll. Ja, das kann wegen Unfällen. Ja, wegen Unfällen und dergleichen. Entweder hinten im Laderaum oder so, wie es gerade war. Aber das muss jeder selber mit der Bedienungsanleitung sich abstimmen und mit seinem Fahrverhalten. Genau. Wir haben hier vorne noch die Sitze und wir haben noch nicht gezeigt, wie man die drehen kann. Und dazu würde ich einfach mal sagen, wir wechseln mal die Perspektive nach vorne. Und ich gehe mal hier drauf ein. Wir haben hier vorne so eine herausstehende Zunge, die bewege ich in Richtung innen. Das ist dasselbige hier drüben, man kann es nur schlecht erkennen. Immer nach innen drücken. Und dann kann ich diesen Stuhl und entsprechend kann man hier auch die Sitzneigung verstellen, weil hier an der Seite Griffe sind. Wenn wir jetzt hier mal herschauen, dann sehen wir hier Griffe. Und damit kann ich durch Gewichtsverlagerung den Stuhl in der Höhe variieren und auch anpassen, sodass auch kleinere Leute dort besser sitzen können und vor allen Dingen mit den Beinen unten hinkommen. Wir haben auch die Möglichkeit, den Tisch weiter auszufahren. Die Petra macht es gleich mal von der anderen Seite. Hier ist die Zunge, da. Und jetzt kommst du einfach rum und kannst dich reinsitzen. Das stimmt, ja. Genau, und jetzt können wir den Tisch auch nochmal näher ranholen. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Sitzbank zu verbreitern. Hier unten reingreifen. Und da kommt auch dieses Polster jetzt hin. Drin. Ja, genau. Jetzt haben wir eine breitere Sitzfläche und haben die Möglichkeit, auch zwei Kindersitze dort zu verstauen. Und vor allen Dingen hier unten ist jeweils die Isofix-Funktion vorgerichtet. Ich kenne keinen weiteren Camper im Kastenwagensegment, der das bietet. Mit der Isofix? Ja. Ich mach mal auf. Ja, in der Fiat Ducato-Klasse. Ja, das ist natürlich eine andere Klasse, ja. Das ist ja mehr Pkw. Ja, zum Bad gibt es noch ein paar Punkte zu sagen. Beleuchtung hatten wir kurz angesprochen, haben wir hier. Wir haben hier vorne die Duschbrause, die können wir nach oben führen und oben in diese Arretierung auch einhängen. Aber natürlich auch beim Duschgebrauch wieder zurückführen. Wichtig ist, nicht zu weit ziehen, sonst kommt zu viel Gewalt auf den Schlauch und wir lösen das Ventil. Das wollen wir nicht. Führen den wieder zurück und während des Duschens diesen Duschvorhang einmal ringsrum führen. Der lässt sich auch komplett rumführen und von der anderen Seite auch. Dann haben wir hier oben noch einen Bügel. Da können wir Handtücher, Jacken vom Sport oder Neoprens hängen lassen. Und die können hier trocknen. Und damit das hier mehr platzsparend ist, kann man auch diese Toilette zur Seite wegdrehen. Weiterhin haben wir hier für die Toilette eine Anzeige. Da können wir den Füllstand von der Toilettenkassette ermitteln. Wenn der rot wird, die Anzeige rot wird, dann können wir hier kein Geschäft mehr verrichten. Wir sollten die Kassette entleeren. Wenn wir jetzt hier reinschauen in die Toilette, dann sehen wir hier unten diesen Schacht. Und den können wir öffnen mit diesem grauen Hebel, der sich hier an der Seite befindet. Öffnen und schließen. Während der Fahrt empfiehlt sich natürlich, oder nach dem Geschäft, das zu schließen, damit ihr keine Gerüche oder das Entsorgte hier wieder in den Innenraum gelangt. Genau, wenn das offen ist, dann kann ich die Kassette von außen nicht entnehmen. Also muss geschlossen sein. Ja, dann haben wir hier hinter noch Verstaumöglichkeiten. Und hier haben wir die Spültaste für die Toilette. Und wenn ich jetzt hier mal reinschaue, dann würde hier aus dieser Öffnung das Wasser kommen. Von der Spültaste, wichtig dazu, die Wasserpumpe am Bedienpanel muss eingeschalten werden. Das geht aber alles über den Frischwassertank. Genau, es kommt also über den Frischwassertank. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Grauwassertank für kältere Tage und den Wassertank zu beheizen. Dort sind Schläuche hin, damit wir hier keinen Frostschaden erleiden. Die sind isoliert und beheizbar. Und je nachdem, welche Möglichkeit ich nutzen möchte, lasse ich den offen
dann würde die Heizung den Tank mit beheizen. Und wenn ich den schließen will, muss ich einfach die Schnur anziehen und die unten einspannen. Und wenn ich das wieder lösen will, wieder zurückführen. Genau. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, weitere Stauräume zu generieren, indem ich den Spiegel in Fahrtrichtung drücke und dann nach hinten führe. Ich habe keinen. Genau. Und wenn ich den wieder arretieren will, wieder in Fahrtrichtung drücken und dann rastet es ein. Ja? Süß. Genau. Wichtig ist noch, wenn ich hier drin duschen möchte, wir haben hier unten zwei Abläufe, dass das Fahrzeug waagerecht steht, damit das Wasser nicht in den Innenraum gelangt. Wir haben hier so eine Wanne, wo das Wasser aufgefangen werden kann, aber wir müssen waagerecht stehen. Genau, so viel zur Dusche. Wir können hier vorne auch noch verdunkeln oder dergleichen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, über das Fenster die Duschbrause nach außen zu ziehen und zu nutzen. Jetzt bleibt noch die Markise. Wir haben dazu die Kurbel hinten im Heckbereich. Die Kurbel können wir hier über das Rad verlängern. Am besten mit zwei Fingern nur anziehen, damit wir nicht so viel Gewalt hier raufbringen auf das Gewinde. Ist nur Kunststoff. Und dann führen wir das hier oben ein. Ich lege meinen Ellbogen hier an den Scheinwerfer ran, drücke den Hebel leicht weg von dem Auto, nach oben drücken, zurückdrehen, runterziehen. Jetzt sind wir eingerastet. Also wir halten jetzt den Druck nach unten und jetzt kurbel ich es in die andere Richtung aus. Die braucht Stützfüßchen, aber wir können die jetzt ungefähr einen guten Meter ausfahren und dann müssen wir Unterstützung dazu bringen. Vorsicht hier beim Anlegen. Eine Hand hier, eine Hand hier vorne, den Daumen dort auflegen und rausnehmen, damit die nicht hier gegenhauen. Aufmachen, runterführen, Fuß ausklappen, sachte andrücken und nach oben. Nee, nach oben. Ja, genau. Genau, ja. Und jetzt können wir das wieder, nimm immer den Ellbogen als Stütze, dann habe ich genau den richtigen Winkel. Und jetzt können wir gute 2,50 Meter die Markise weit ausfahren und stellen bloß die Füße immer wieder nach. Und je nach Sonnenstand und Witterungslage können wir hier natürlich auch den Winkel verändern. Ja? Wir werden jetzt die Markise nicht komplett ausfahren, aber wir können die so weit ausfahren, dass die Arme annähernd gerade sind. Und wenn diese Arme, die Streben, komplett ausgefahren sind und wir merken, das hängt leicht durch, dann drehen wir eine Umdrehung zurück und dann haben wir wieder leicht Spannung drauf. Und bei leichten Niesel machen wir eine Schräge hier rein, damit das Wasser einseitig runterlaufen kann. Das wird geil. Vorsicht bei starkem Wind. Also das ist nicht für Winde geeignet. Ja, aber da kann das auch passieren durch diese Sturmbänder, dass diese Arme nachgehen und dann haut es nicht nach oben weg, sondern wenn der Wind von oben kommt, drückt es nach unten weg. Und dann habe ich diese Sturmbänder und gebe denen so viel Kraft, aber dass es gegen das Auto knallen kann. Also immer vorsichtig. Aber die sind gut. Wir haben noch die Toilettenkassette und die können wir an diesem Bügel hier hochziehen und entnehmen. Moment, das ist ungünstig. Jetzt. Hier hinten haben wir Schalter und dergleichen. Die benötigen wir nicht. Da müssen wir auch gar nicht ran. Lediglich das hier ist der Entlüftungsknopf und das ist dann wichtig, wenn ich an der Entsorgungsstation stehe und die Kassette entleeren will, dann müsste ich hier vorne die Kappe abmachen, aufdrehen, stelle ich jetzt einfach ab. Und wenn hier das Boden oder das Entsorgungsloch wäre, würde ich die Kassette dort reinkippen. Und damit das gleichmäßig fließt und nicht wenn man Milch in den Kaffee gießt und die Milchtüte auf der anderen Seite nicht einschneidet, flutscht das immer so raus und spritzt. Und das wollen wir vermeiden, indem wir hier rauf drücken. Oh, und dann läuft das gleichmäßig raus. Und wenn die Kassette leer ist, dann empfehle ich immer wieder Wasser auffüllen, aber mit dem Wasserhahn und dem Schlauch, der für die Toilettenkassetteentsorgung vorgesehen ist und nicht für den Trinkwasserbereich. Auffüllen, Deckel rauf, dann die Kassette ausgiebig schütteln,
damit sich alle Reste drin lösen. Und wenn das alles sich gelöst hat, mache ich die Kappe wieder ab und gieße erneut den Rest raus. Und den Vorgang wiederhole ich so lange oder so oft, bis ich merke, da kommt nur noch klares Wasser raus. Damit da auch kein Klopapier oder irgendwas noch drin ist. Es gibt spezielles Camping-Toilettenpapier, was sich dort besser auflöst. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit von mehreren Reinigern, die man da reinmacht, die von Dometic oder von Tedford oder anderen Firmen sind, Solbio, die man für die Entsorgung zur Bindung und Geruchsbildung, zur Vermeidung und zur Zersetzung der Inhalte nutzt. Hier empfehle ich dann, wenn man die Flüssigchemie nimmt, je nach Herstellerdosierung kann man hier diese auffüllen und dann in der entsprechenden Milliliterzahl, da sieht man sogar die Anzeige für, auffüllen und hier drüber über diese Einkerbung wieder hier reinzugießen mit ungefähr 200-300 Milliliter Frischwasser und das Ganze gut schütteln, damit sich das löst. Und dann können wir die Kassette wieder verstauen. Kleines Gimmick, wir haben hier noch einen Hebel. Und wenn der Weg länger ist zur Entsorgungsstation, dann können wir das natürlich mitnehmen oder in den Check-in, in den Flieger verbringen. Wie stolz die Leute immer ihre Scheißebox über den Campingplatz ziehen, unglaublich. Man muss zeigen, was man hat. Ja. Und jetzt schieben wir die wieder rein. Und dann wurde es für uns ernst und es hieß Abschied nehmen vom Nugget. Da seht ihr uns noch ein bisschen beim Umladen, allerdings im Schnell-Schnell-Schnell-Durchlauf. Und dann auch schon im allerersten Urlaub mit dem neuen Bus.